Hallo und herzlich willkommen bei Ayumi. Du kannst kaum erwarten, dass es losgeht. Aber wir starten mit dem Teig. Und das ist ganz einfach. Ihr braucht dafür Kichererbsenmehl, ein wenig Dinkelmehl, ungefähr jeweils eine Tasse voll, je nachdem wie viel ihr braucht. Oder zwei Tassen voll. Ich mache meistens zwei Tassen voll. Ich habe viele hungrige Mäuler zu stopfen. Milou fängt schon mal an zu raspeln. Wir machen vegane Pfannkuchen. Wir machen vegane Pfannkuchen und ihr könnt auch nur Kichererbsenmehl nehmen, wenn ihr die glutenfreie Variante haben wollt. Dann habe ich noch Hafermilch, ihr könnt auch alternativ Sojamilch nehmen. So, dann haben wir noch ein paar Gewürze und ganz viel Gemüse zum Draufraspeln. Es gibt halt eine salzige Pfannkuchen, also keine süße Pfannkuchen, sondern salzige Pfannkuchen. Wir fangen mit dem Teig an. So, wer will? Du. Ich hab's. Stehen lassen, dass er schön quellen kann. Und so viel Zeit brauchen wir auch, um das ganze Gemüse klein zu schnippeln und klein zu raspeln. Ne? So, jetzt haben wir hier die kleinen Behälterchen. Milouchen, auch was schneiden? Ich möchte mal das schneiden. Und doch da. Und du mach mal das Möhrchen hier rein. Ich muss auch hier rein. Gib mal bitte, Süße. Gib mal bitte. Und nicht traurig sein. Du darfst gleich hier raspeln, ja? Hallo? Die ganzen. Die ganzen? Wir haben jetzt drei verschiedene Variationen gemacht. Die Rezepte habt ihr ja gesehen und lasst. Ich bin am Hunger. Zwischenzeitlich sind ja auch irgendwelche Höhlen und sonst was entstanden. Lasst eurer Fantasie freien Lauf oder eure Kreativität und guten Appetit. Bis bald. Tschüss. Tschüss, sagt tschüss. Tschüss. Und wie schmeckt's?